Peace, Freunde, und willkommen zu einem neuen Game-DLC von Resident Evil 7. Wir spielen Not a Hero komplett durch, blind. Let's go. Machen normal, ne? Chris Redfield hat als hochrangiges Mitglied der BSAA viele Bioterrorismuskrisen in seiner langen... Was? Danke, dass wir lesen durften. Fucking Company. Ist alles bereit? Können wir anfangen? So, Lucas. Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Ich spiele Lucas? Man weiß es noch nicht. Chris, haben wir ihn verloren? Nein, nein. Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Ah ja. Mich schon gewundert, wer sich um Lucas kümmert. Ethan hat's ja nicht gemacht. Krass, Mann, das ist ein richtig eigenständiges Spiel im Prinzip. Also, da hat man sich ja nochmal richtig Mühe gegeben. So wie ich das mitbekommen habe. Musste auch nochmal 4 GB runterladen. Das für ein DLC ist schon okay, bin im Bergwerk. Awesome. Stabiles Signal, ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? 3 unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Was haben wir denn alles Schönes dabei, sag mal. Das sieht... Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, meine Freunde. Bisschen auf Shooter gemacht jetzt hier. Aber es spielt sich immer noch komisch. Starke Waffe. So wünscht man sich das doch. Sehr geil. Na, du auch noch. Ich weiß, dass es dir gar nicht gefällt, wenn ich gegen deine Kralle schieße. Das Labor ist gleich davor. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Mutamizet Assassin. Oh, Kamerad. Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Der hat Sprengstoff um den Hals. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Wow. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Scheiße. Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E, Mutamycet. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Jo, ich sehe überhaupt nichts.
Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Aha. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Aha. Los geht's. Wir haben eine Bombe am Arm. Easy. Wir haben jetzt die von Lucas abgefangenen Daten analysiert. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren? Ach, Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Klar, wie du meinst. Okay, krasse Untergrundmine hier. Untergrundmine, ha. Krasse Mine, Alter. Ich wusste ja nicht, dass das noch so riesig ist. Endlich wissen wir aber, was hinter der großen und schweren Tür lag. Das hier. Ein Schlüssel. Speicherpunkt. Da müssen wir wohl diese Folgen hier auch wieder auf eine halbe Stunde strecken, meine Freunde. Au, ein Tunnelbohrer. Krass. Jo, wo ist es? Wo geht's denn dahinter lang, bitte? Steroide. Hanfgranate. Smoking Pot. Pothead. Nachtsichtgerät erforderlich. Haben wir nicht. Was sagt die andere Tür hier? Ah ja. Noch am Leben da drin? Redfield? Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Der ist fertig, der Junge. Okay. Jetzt geht wieder nach oben. Oh, ich hasse so eine Fahrstühle, ne? Das machen diese Horrorspiele-Leute aber auch mit Absicht. Dass du nie so richtig weißt, wo du rauskommst oben. Links, rechts, geradeaus. Geil, ey. Ist direkt wieder da, wo du hergekommen bist, mein Freund. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich mache nur Headshots, aber... Ja, komm, lad doch endlich nach, ey.
Alter, Chris hat einen harten Schlag, würde ich sagen. Richtig ins Maul. Schon. Triff. Mist. Mist. Kurbel. War schon im ersten, im Hauptspiel schon sehr sinnvoll. Eine Taschenlampe eigentlich? Nö. Wir haben wenig Munition. Ah ja, Schlüssel. Da fehlt noch was anderes. Zahnrad. Irre. Handgranaten. Nehme ich natürlich auch gerne mit, ne? Let's go. Das ist schon besser. Leute, ihr seht, was ich sehe, ne? Ich glaube, wir holen uns aber einfach mal fett den Schlüssel und dann sind wir raus hier. Bitte sag mir, was ich da sehe. Ich hab keine Ahnung. Ist das alles? Oh. Schlägst du denn vor? Du brauchst Ramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Du musst dich zurückziehen. Ramrods, okay. Ich dachte mir schon, dass das nichts wird. Boah. Miese diese. Lass mich raus hier. Mann, ich hasse das. Oh, Scheiße. Falsche Tür für diesen Schlüssel. Wir müssen zurück. Oh Gott. War ja fast anstrengend. Bro. Jetzt ist alles gut. Ich will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was? Oh, Mist! Nimm den Filter. Von meiner Maske. Schnell! Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Erreicht es! Schaffst du es nicht? Oh Gott. Nein. 0% waren wir gerade, ne? Mein Kopf war dazwischen.
muss nicht abwarten, das Arschloch in die Finger zu kriegen. Denk daran, dass wir ihn lebend brauchen, Chris. Ja. Ah, ja. Da ist noch eine Tür. Bin voll aufgeregt. Das ist voll das geile DLC, muss ich mal sagen, so. Ist ja schon richtig gut. Ich hoffe, ihr enjoyt das genauso. Könnt ihr mir gerne mit einem Daumen nach oben präsentieren. Auch, dass ihr bis hierhin euch diese vielen Gameplays anguckt, die so ewig lang sind. Aber ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht. Ich liebe es eigentlich. Okay, wo kommen wir hier hin? Scheiße. Hohe Regeneration, Ziel nicht beschädigt. Da muss ich dann aber wieder los, glaube ich. Aber wo sollen wir denn sonst hin? Drei Tore, drei Wege. Nachtsichtgerät haben wir jetzt immer noch nicht, ne? Okay, Leute, wir probieren es nochmal. Vielleicht diesmal einfach mit Granaten. Wir brauchen halt ein Nachtsichtgerät. Vielleicht können wir einfach vorbeirennen. Who knows? Seht ihr, Leute, hat sich gelohnt. Rapid Acting Mycetoxic Rounds. Okay. Brauchen aber noch mehr davon. Drei Schuss reichen oder niemals, Bro. Vielleicht liegen hier auch noch ein paar mehr rum. Ich denke mal,
Hey, geil. Richtiges Lager hier. Ey, aber ohne Items. Eine Handgranate. Mann, ey. Wahnsinn. Ein Rätsel, okay. Hoch, runter, hoch. Dann geht die Tür auf. Er ist sehr geil gemacht, oder? Fetzt richtig. Hoch. Runter. Hoch. Oh, Scheiße. Facehugger. Wie bei Alien. Interesting, aber nicht geil. Oh, ich glaube, ich gehe einfach raus hier. Ich muss los, Leute. Haut rein. Hui. Sehr actionlastig. Fetzt. Nach dem ruhigen Schleichspiel. Warte mal, vielleicht sollte ich einfach das Messer nehmen. Noch eine antike Münze, Ehre. Okay, jetzt kommen wir zu den eigentlichen. Ich habe noch einen Ramrod. Oh, mehr. Wer bist du denn, ey? Hier, für dich. Bitteschön. Bro, wo kommt der denn her? Den habe ich nicht richtig getroffen. Ist so auch Atmosphäre saugeil. Und die denn? Die haben sich geküsst gerade. Schwör. Oh. Alter. Fuck. Ugh!
Wir ziehen durch. Handgranate. Und die hatten wir auch noch nicht vorher, deswegen habe ich die gar nicht eingesetzt. Aber ich glaube, die brauchen wir jetzt nochmal. Wir müssen nochmal rein hier. Wir sind hier noch nicht fertig. Jetzt ist es ein ganz schönes Labyrinth geworden hier. Okay, doch nicht. Hier sind wir hergekommen. Da haben wir diese komischen automatischen Dinger weggeschossen. Ey, voll geiles DLC, ey. Fetzt richtig. Oh, hier gibt's gar... Doch, hier. Ich wollte gerade sagen... Das ist auch cool. Hier waren wir aber schon. Das stört den da aber nicht. Warte mal, vielleicht können wir den ja ins Maschinengewehr ziehen. Sneaken, dann geht's nicht los. Ist das derselbe? Scheiße, dass man die Tür nicht einfach wieder zumachen kann. Normale Kugeln. Yo. Was passiert hier mit uns? Das war der erste Part von diesem wunderbaren DLC. Wir sehen uns zum nächsten Teil wieder. Dann werden wir natürlich hier durchmachen, durch diese Katakomben. Und ja, geil. Cooles DLC. Bisher gefällt mir sehr gut. Ich hoffe euch auch. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Sub da. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.